Evokation. Evokation bedeutet im Okkultismus die Anrufung eines Geistes oder einer Wesenheit mittels Ritual, mittels Zaubersprüchen, mittels Machtworten. Evokation ist hier so etwas Ähnliches wie Beschwörung. Evokation ist auch allgemein das Erwecken und Hervorrufen von Gedanken und Assoziationen. Du kannst also mittels bestimmter Techniken bestimmte Gedanken und auch Emotionen hervorrufen. Das ist auch Evokation. Du kannst zum Beispiel überlegen, angenommen, du willst das Gefühl von Beschwingtheit haben, dann kannst du überlegen, woran müsstest du denken, um beschwingt zu sein. Du kannst an konkrete Ereignisse denken, du kannst auch überlegen, angenommen, ich will beschwingt sein, wie würde ich denken, wie würde ich fühlen? Oder angenommen, du willst viel Energie haben, kannst du auch überlegen, welche Gedanken hätte ich, wenn ich viel Energie hätte, wenn ich fröhlich wäre, wenn ich voller positiver Emotionen wäre. In diesem Sinne ist also Evokation das Hervorrufen von Gedanken, die dich in eine bestimmte Stimmung versetzen. Evokation ist auch in der Rechtswissenschaft die Vorladung eines Beklagten vor ein höheres Gericht. Evokation ist aber auch eben die Anrufung eines, ja, nicht nur eines Geistes, sondern auch eines Engelswesens oder auch von höheren Kräften. Manchmal spricht man von Evokation, manchmal spricht man von Invokation. Im Hinduismus gibt es den Ausdruck Avahana, und Avahana ist der Beginn einer Puja, einer Homa und auf gewisse Weise auch in einem Satsang. Man spricht bestimmte Avahana-Mantras aus, um dort bestimmte Aspekte des Göttlichen anzurufen. Gerade im Yoga werden jetzt nicht Geister angerufen, sondern man verbindet sich mit bestimmten kosmischen Energien und bittet Gott, der allgegenwärtig, allmächtig, allwissend ist, oder das Göttliche oder die göttliche Kraft, jetzt besonders gegenwärtig zu sein. Und das kann man als Invokation oder auch als Evokation bezeichnen.